So, ihr Lieben, legen wir mal wieder los hier. Ich bin nach langer Zeit mal wieder hier an der alten Festung mit dem großen, Account an der Festung Level 40. Und da habe ich mir gedacht, Alter, mit Level 40, da kann man doch mal richtig zeigen, wie geil das funktioniert mit dem Brassenkloppen. Und ich muss mal wieder ein bisschen Kohle machen. Das ist eigentlich so der Knackpunkt. Und was bietet sich da an? Brassenkloppen. Und ich hoffe, es lübt. Also, rennen wir mal zu einem Spot, der funktionieren soll. Aufgrund, daher eben auch mit dem großen Account. Und nicht mit dem Level 23 Account mittlerweile. Wo war denn der Spot? Hier war das doch, ne? War das hier? Hier war das doch. Genau, hier ist er doch. Also, schön auf Brasse, ihr Lieben. Warum Brasse? Weil die Brasse im Idealfall eine schön hohe Frequenz bietet. Und wir ballern das jetzt hier gleich einmal raus. Ich glaube, ich werde das mal an zwei oder zu zwei Zeiten testen. Einmal vielleicht ohne Futtermische und dann nochmal mit. Grundsätzlich ist, glaube ich, Futtermische für Brasse gar nicht so schlecht. Wenn man die Futtermische noch nicht kann, dann auch einfach mal ohne probieren. Wichtig in dem Fall wäre jetzt noch der Erbsenbrei. Aber auch da werde ich gleich noch ein bisschen rumprobieren, ob da nicht auch ein bisschen was anderes funktioniert. Was für Setup habe ich mir geholt? Damit es nicht direkt wieder heißt, ja, Alter, mit dem Level 40er, da kannst du natürlich easy was rausziehen. Ja, ist so. Und ja, ich denke, mit einem komplett geskillten Account wird man besser fangen. Nichtsdestotrotz sind Brassen in der Regel doch recht leicht zu fangen. Tendenziell ist es eher ein nicht so beliebter Beifang. Von daher probieren wir das einfach mal jetzt aus mit einem etwas leichteren Setup. 7,7, 10 Kilo. Ja gut, auf dem Erbsenbrei wird wahrscheinlich nicht zwingend ein Amur reinrasseln. Mit Pech könnte einer rangehen. So, bauen wir das mal so zusammen. Erbsenbrei, und dann wäre das jetzt eine Möglichkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade schon natürlich eine etwas kräftigere Rute mit 14 Kilo. Aber da das Vorfach ja nur 7,7 Kilo beträgt und mit Sicherheit kriegt man das auch mit einem 5 Kilo Setup noch hin, darunter würde ich sagen, wird es langsam ein bisschen schwierig, um auf Frequenz zu kommen. Wenn man jetzt einen Fisch dran hat, der 3 oder 4 Kilo wiegt, so eine dicke, fette Brasse, und man hatte eben nur 3, 4, 5 Kilo Bremskraft, dann saust der Fisch erstmal weg. Das heißt, man ist dann natürlich erstmal gehemmt und kann nicht schön auf Frequenz angeln. Und das will man bei der Brasse. Das soll sich auch richtig lohnen. Also, erste Rute so zusammengebaut, 7 Kilo an Tragkraft sozusagen. Da muss ich gleich die Bremse noch ein bisschen runterstellen, damit das hier nicht kaputt geht. Die stellen wir jetzt hier erstmal ab. Auswerfen machen wir gleich. Zweite Rute bauen wir ähnlich zusammen, beziehungsweise da mache ich mal einen kleinen Futterkorb mit rein. Gucken wir mal, ob ich die Standard-Brassenmische habe. Das ist klassische Standard-Brassenmische, ohne irgendwie modifiziert irgendwelche Komponenten noch mit reinzuschmeißen. Haken machen wir gleich, Vorfach machen wir gleich, Haken, Vierer groß, jawohl. Und auch hier den Erbsenbrei. Und die dritte würde ich sagen, so, die dritte Route machen wir vielleicht nochmal. Ja, da könnten wir eigentlich jetzt ein bisschen rumspielen. Wir könnten testen, ich lasse das so wie es ist, und wir könnten testen zum Beispiel einen Knoblauchteig oder einen Mistwurm. Das könnte man probieren. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Knoblauchteig. Wobei, ich glaube, nee, wir starten mal mit dem Mistwurm. Denn der Mistwurm, den kann man sich einfach kaufen. Und das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man hier angeln kann, wenn man sich den Köder einfach kaufen kann, ohne ihn herstellen zu müssen. So, locker ausgeworfen.
Hier haben wir die Futtermische. Wir hauen das mal so auf 15 Meter raus. Zack, das waren es ungefähr jetzt, die 15. Knapp in den Clip reingegangen. So. Zack, das geht auch so knapp in den Clip mit rein. Klick, klack. So. Und dann heißt es jetzt natürlich erstmal entspannt ein bisschen warten. Oh, 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 oh. Entspannt warten. Weil die Brasse tendenziell eher in Richtung Abend und Nacht halt richtig abgeht. Und das ist dann häufiger auch der Fall für die richtig dicken Brocken, ne? Also probieren wir es mal aus. Und da ist schon die erste Action auch auf dem Mistwurm. Wenn ich jetzt so klein hier angel, das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, das hier ist jetzt vielleicht ein Level 12 bis 15 Account, der jetzt vielleicht dieses Starter-Setup erstmal hat, da ist sowas wie ein Mistwurm natürlich richtig geil, weil auch solche geilen Barsche hier, solche Kaffeeaufträge gibt es ja auch immer wieder. Das heißt, das ist gar nicht so schlimm, wenn man mal zwischendurch auch was anderes fängt. Vielleicht könnte man sogar tagsüber noch eher auf Mistwurm sogar gehen, um wirklich was anderes noch rauszuziehen. Zack, sofort schon wieder ein Biss. Das ist gar nicht so schlecht, ey. Wenn ich mir überlege, hier dreimal Mistwurm. Könnte man machen, ne? Zack, auch da geht er wieder rein. Kleine Schleie? Ne, kleine Karausche. Ja, alles mitnehmen. 15 Meter, zack. Wo landen wir denn hier? Mal eben gucken, wenn ich jetzt so rüberwerfe. Den Schnüren mal folgen. Ja, da landen wir also hier in der Rinne. Ich check das gerade nochmal mit dem Map-Tool. Karte, alte Festung, anzeigen. Und wir sind da oben, von da aus bis hier rein. Wird mir sogar 20 Meter gezeigt in das Tiefe. Ich glaube, ich werde das gleich mal testen, auch in Richtung 20 Meter. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen weiter. Ja, den lassen wir jetzt nochmal so, wie er ist. Den Mistwurm. Hier war, glaube ich, schon die Schnur runter. Jawohl, zack, da gehen wir mal ran. Aber ich glaube, ich gehe weiter die erste Jungbrasse. Ich hau mal weiter auf 20 Meter. Ja, knapp. Da ist nichts. Also, 15 bis 20 Meter. Rumprobieren, rumprobieren, rumprobieren. Rumprobieren, immer das Wichtigste. Man kann ja nichts falsch machen. Solange man was fängt, solange die Fische reingehen, ist doch alles gut. Ja, und jetzt muss ich tatsächlich sagen, hier der normale Mais, der normale Erbsenbrei. Da tut sich gerade noch nichts. Aber es ist halt eben auch noch früh, ne? Ich weiß nicht, ob man vielleicht... ich glaube, ich mache das mal. Also, jetzt sagen wir mal so bis 20 Uhr rum vielleicht. Mache jetzt hier auch nochmal einen Mistwurm drauf. Einfach nur für ein bisschen Frequenz. Das hilft ja alles nichts, wenn man hier steht und nichts fängt. Jeder Fisch bringt was. Das heißt, immer die Chance haben, irgendwas zu fangen. Und auch hier an der Festung ist es eben noch wichtig, dass man zusieht, dass man die Kaffeeaufträge absolvieren kann. So, da war ich jetzt schon fast zu weit. Mit dem Auswerfen. Je doller man halt jetzt in den Clip reinballert, desto mehr fliegt der Köder dann ja bam, bam, gummimäßig zurück. Und landet dann natürlich auch nicht bei 20 Metern. Aber das ist schon ein bisschen insane, ne? Gerade erst ins Wasser geworfen, bam! Sofort bimmelt es schon los. Das ist schon ein bisschen wild gerade. Auf dem Mistwurm hier. Das schmeckt. Und zack, da ist der andere Mistwurm auch wieder aktiv.
Guck mal hier, ey. Der Kopf geht auch schon einmal richtig runter auf der linken Seite. Machen wir mal eben die Kontrolle. Noch gibt es ja hier diesen Bug. Jetzt haben wir diesen Bug hier, dass es so am Wiggeln ist. Die Schrift zappelt. Das heißt, irgendwo haben wir den Biss. Da ist er dran. Und da geht die andere auch gerade runter. Ja. Bisher noch nicht wirklich Zielfisch, aber wie gesagt, ich mache mir da momentan auch noch gar keine Sorgen. Es ist früh. Es ist wirklich noch früh. Die Brasse, wie gesagt, eher nachtaktiv. Und, oh ja, untermaßige Giebel. Und solange das dann jetzt gleich in der Nacht hier wild abgeht, bin ich da sehr zufrieden mit. Da tut sich noch nichts. Ich werfe das mal neu aus. Dann haben wir da an der Stelle auch noch mal ein bisschen mehr Futter. So, machen wir ein bisschen. Zack. So. Ja, ist doch nicht schlecht. 5 Minuten, 7 Fische. Aber eben auch ein paar unmaßige dabei. Egal, immer noch total egal, gerade hier an der Festung. Da gibt es auch untermaßige Kaffeeaufträge, die man dann abarbeiten könnte. Da zuppelte was. Ja, da geht gleich was ab. Da geht was ab. Immer wieder geil, ne? Sehr schön. Na, noch nicht. Erstmal ein bisschen abwarten. Schön abwarten, bis der Kopf halt einmal so richtig, zack, wieder runter geht. Und wenn er dann einmal unten war, der Kopf, wenn er richtig gezogen wurde an der Schnur, dann können wir da gleich anschlagen. Eben Kontrolle. Nee, die Schrift wackelt auch nicht. Kein Biss. Kein Biss. Aber so muss das eigentlich sein. Also von der Frequenz her sollte das irgendwie schon so laufen. Jetzt sogar an beiden Routen hier. Beides mal der Mistwurm wieder. Vielleicht könnte man auch einfach mal den Regenwurm reinhalten, ne? Vielleicht auch für Schleien und sowas. So. Futtermische immer noch nichts. Mit der Schleienfuttermische. Gar nichts. Zwischendurch zuppel ich gerne mal so ein bisschen da dran. Also gerade wenn die... Ja, jetzt geht es auf einmal wieder los. Gerade wenn lange Zeit nichts passierte. Zack. Und das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus, nach Schleie. Gucke mal, wie schön. Ja, jetzt haben wir hier, ja, kurz vor 8, halb 8, 19 Uhr ist durch. Dann wechsle ich jetzt gleich auch mal mit den anderen Routen. Die Abendstunden fangen an. Und der Fisch kommt. Alter Falter, ey. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Brocken. 3,8 bald. Geiles Gerät, ey. Schönes Ding. Wenn die jetzt alle so sind, dann wird's wild hier. Dann wird es wild. Das habe ich gar nicht geguckt. Waren das jetzt vom Clip her 20 oder doch die 15? Also ich ziehe den mal jetzt eben rein. Einholgeschwindigkeit eben erhöhen hier einfach zum Reinkurbeln. Zack. Umändern jetzt hier auf... So, da ist er. Erbsenbrei. Ich bin hier auf... Komm, machen wir auch auf 20. So, 20 Meter. Sollte diese Rinne hier sein. Sollten wir schön mittendrin sein. Brassen immer gerne in den Löchern probieren. Also auch an den anderen Stellen hier auf der Map, wenn ihr mal auf der Suche seid nach Brassen, genauso hier in die Löcher rein, hier in diese Löcher rein. Das sind so die klassischen Spots für die Brasse.
Hier kann man auch, war das hier irgendwo so rüber? Genau. Also Brassen halt, wie gesagt, gerne an den tiefen Stellen testen. Guck mal, jetzt geht es über eine kleine, schöne Schleie hier ran. Ganz goldig, keine Goldschleie, aber ganz schön. Aber auch hier ändern wir das jetzt. Auch hier auf dem Erbsenbrei. Und noch mache ich auf den anderen halt... Sofort mal abbrechen. Noch mache ich auf den anderen Routen keine Futtermische. Ich bin jetzt hier mit allen drei Routen... Zack, da geht's wieder runter. Auch wieder ganz vernünftig, jawohl. Auf allen drei Routen mit dem Erbsenbrei jetzt gerade aktuell unterwegs. Ein 6er Brasse, schönes Ding. Muss man, kannst du, sagst du, brauchst du nicht. Also 20 Meter habe ich jetzt geklippt. 20 Meter Clip, den ganzen Bereich schön mit einer Futtermische füttern, befüttern. Die Futtermische verbreitet sich überall da in dem Bereich. Und man überfüttert das jetzt ja auch nicht an der Stelle. Normalerweise sagt man, wenn man einmal einen Spot anlegt und man wirft das quasi manuell aus oder mit der Futterrakete oder sowas, mit 10 Futterbällchen ist ein Spot aktiv. Und dann kann man so zwischendurch nochmal, keine Ahnung, so nach einem halben Tag oder so vielleicht nochmal ein bisschen was nachwerfen. Aber das sind so die Aktivierungsmengen. Einmal aktiv machen mit 10 Bällchen und dann ist das gut. Und dann irgendwann nochmal nachwerfen. Es steht an den Futtermischen, steht ja auch dran, wie lange das aktiv ist. Gucken wir mal eben rein. Futtermische. Und dann tippen wir mal hier oben die Brasse ein. Da müssen wir nicht lange suchen. Hier ist die Standard-Brassenmische. Und dann sieht man nicht nur natürlich hier die Zutaten, sondern man sieht auch die Dauer. Hält 19 Stunden lang. Das heißt, das ist so der Richtwert. Auch hier die Qualität, 10 von 10 in der Qualität, 19 Stunden hält diese Futtermische, die Lockwirkung. Und hier wackelt die Schrift auch schon wieder, also ist irgendwo ein Biss. Da, in der Mitte wieder. Schön. Aber rechts außen sogar auch, sehr gut. Ach, ich war schon lange nicht mehr Brassen kloppen. Sehr gut, ey. Das schmeckt schön. Das schmeckt doch mal wieder. Einfach, Brasse ist einfach immer wieder geil, nicht nur kohlemäßig. Brasse ist immer wieder geil, einfach nur für die Frequenz, wenn man mal einfach Bock hat, ein paar Brocken rauszuziehen, auf entspannt. Wie gesagt, jetzt hier mit einem 7 Kilo Vorfach machen die quasi überhaupt keinen Stress, die Fische. Also 7 Kilo Setup, reden wir mal nicht nur vom Vorfach, sondern sagen einfach, das gesamte Setup wäre jetzt um die 7 Kilo. Wenn ich mal jetzt überlege, man hätte das Starter-Set Feeder zum Beispiel. Auf den Sorrentos muss ich sagen, Sorrento FD100 mit der Spark 3000, uff. Nicht wirklich zu empfehlen. Nicht wirklich zu empfehlen. Also 3 Kilo Bremse, man kann es machen, aber ihr werdet nicht den gleichen Effekt haben. Also da lohnt es sich eher mit einem mit dem 20er Haken, mit dem Mistwurm am Windenbach zu angeln, auf Muscheln und sowas alles, wesentlich effektiver. Das macht da schon mehr Sinn. Das hier ist ja das Starter-Set Komfort, Tragfähigkeit 6 Kilo, damit sollte das schon funktionieren. Tragfähigkeit 6 Kilo, die Rolle, was haben wir, hat man denn da standardmäßig drauf? Ich hatte das mal geändert. Ist das die? Lacerti? Ich glaube, das ist schon wieder alt. Ich glaube, da gibt es schon wieder eine neue Rolle. Aber wie gesagt, da, wenn man da 5 Kilo Schnur hat, das Vorfach vielleicht auch nicht wesentlich kleiner wählen. Ne? Also ruhig annähernd gleiches Vorfach. Oder man macht eine 6 Kilo Schnur und macht einen ja, 5 Kilo Vorfach dran. Genau, 5,4er Vorfach. 6 Kilo Schnur, 5,4er Vorfach. Dann sollte das auch ganz gut gehen. Da haben wir wieder was dran. Ja, perfekt, ey. Ja, geil. Mal wieder Brassen kloppen, ey. Oha. Halt. Weiter auswerfen. Sofort abbrechen. Jawohl. Zack, 20 Meter.
Route ist zu nah. Dann einfach ein bisschen daneben stellen. So. Alles dran, alles gut. Zuppelt irgendwo was? Haben wir irgendwo einen Biss? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann kann ich hier gleich nochmal eine Lampe hinstellen. Wird ja gleich dunkel. Und dann sollte es jetzt gleich, auch wenn es richtig dunkel ist, auch nochmal richtig abgehen. Mit den Brassen. Perfekt. Also ich würde sagen, wir gucken gleich mal, wenn es abgeht, schalte ich dann gleich nochmal rein. Was wir da für Brocken dran haben und rauskriegen. Ich werde das erstmal so lassen hier jetzt mit dem Erbsenbrei. Einmal mit Futtermische. Und die anderen ohne Futtermische. Allerdings ja dann doch alles hier im Bereich von 20 Meter reingeklippt. Und ja, dann bin ich gespannt, lüptet oder lüptet nicht. Ja, gucken wir rein. Appala, da geht sogar schon direkt was Dickeres rein. Bremse langsam hochdrehen. Oha. Oha, oha, oha. Und da geht das nächste Ding rein. Oh, das ist schön. Ihr Lieben, wenn euch das Video bisher geholfen hat, Kanal abonnieren, Daumen da lassen und vielleicht auch mal bei Twitch vorbeischauen. Dankeschön für den Support, das hilft wahnsinnig. Und wenn ihr noch einen anderen aktiven Brassenspot kennt, auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oh, das sieht aus wie ein großer, dicker Klodeckel. Komm mal ran hier. Boah! Auch wieder 3,7. Was ein Gerät wieder hier. Die sind nicht weit weg von der Trophy, ne? Tipptopp. Auf der 1 auch schon wieder. Auf der 1 auch der nächste hier, ey. Krass. So. Leute, Gas geben. Angeln rausholen. Und, rauswerfen die Dinger. Schön auf Brassen kloppen. Bisschen Kohle machen. Ich angel noch ein bisschen und dann schauen wir gleich rein. Bis gleich. Oha. Tja, ihr Lieben. Die Nacht ist gleich rum. Würde ich sagen. Die Nacht ist gleich rum. Wir haben es jetzt kurz vor 4 in der Nacht. Und ich habe die Routen ein wenig verändert. Ich habe zum Beispiel hier jetzt mal den Mistwurm Only drauf gemacht. Hier habe ich alles gelassen. Nee, auch den Mistwurm drauf gemacht. Mit Mische, genau. Und bam! Hier habe ich mir gedacht, komm, schmeiße doch mal hier vorne ganz ufernah in der Nacht auch mal einen Tauwurm drauf. Denn so richtig wild war es gerade noch nicht. So richtig wild war es gerade noch nicht. 27 Fische jetzt alles in allem. Es ist okay, aber da hätten ruhig noch ein paar mehr dicke Brocken reingehen können. Ein bisschen mehr Frequenz tatsächlich jetzt auch durch den Mistwurm. Aber wie gesagt, so richtig, dass hier die große Frequenz ist, bei mir gerade nicht so sehr. Wobei ich das jetzt beim letzten Video auch gehört habe, von wegen der Spot mit dem Büffelfisch. Der wurde ordentlich rausgezogen und vielleicht war da nur bei mir so ein bisschen die Flaute. Aber das kann ja passieren. Ist ja immer gut, wenn ich das ausprobiere und es nicht klappt und bei euch klappt es dann. Kann ich, kann ich gut mitleben. Ach ja, ey. So, da bimmelt es nochmal hier in der Mitte. Da hat sich schon wieder was angekündigt. Ja, warum jetzt hier... Guck mal da. Warum jetzt hier gerade nochmal... Krass. Den Tauwurm raus, weil Tauwurm an der Stelle auch durchaus gerne mal... Hier nur so ganz flach an dem Rand. Gerne mal einen Aal hier ziehen kann. Und das Setup... Das Setup ist ja quasi 1:1 auch wie so ein Aal-Setup, ne? Gucken wir hier nochmal eben rein. Also das ist hier die Veränderung. Gar nicht viel gemacht. Das ist ja alles so eingestellt für die Brasse auch. Und dann einfach hier anstatt
den Erbsenbrei, den Tauwurm dran geklatscht und dann hier vorne hingeschmissen, ufernah. Und der scheint auch ordentlich Action zu machen. Hat gerade schon wieder gebimmelt. Zack. Und da zieht schon wieder was ab. Und wenn es auch nur ein Giebel ist, ist es doch auch schön. Und jawohl. Hauptsache, wie gesagt, man fängt. Hauptsache, man fängt. Hier ist auch noch was dran. Hat sich gar nicht richtig gemeldet. Auf A2 geht es auch richtig ab. Sehr schön. Schöne Brasse wieder von einem Kilo. Jawohl. Oha. Wieder so eine kleine Schleie. Also mit der Futtermische bin ich noch gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn ihr es testet und ihr sagt, oh, ich habe gar keine Futtermische. Ich glaube, ich würde es auch erstmal ohne Mische testen. Einfach mal gucken. Vielleicht ist das auch gar nicht so zwingend notwendig. Guck mal da. Gerade nichts dran, neu abgelegt. Da kommt dann der Biss. Oh, hier gehen aber einige Giebel, ne? Guck mal hier vorne, Meter, was ist das hier? 3 Meter? 2 Meter? Da kannst du ja nicht mal klippen, so wenig ist das. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Auf dem Tauwurm, wobei Tauwurm, aufpasse. Da können dann auch mal die dickeren Brocken reingehen. Und gerade hier an der Stelle, wenn hier mal ein Amur reinrasselt, der hat natürlich freie Fahrt, ne, in alle Richtungen. So. Ja, also, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Die Nacht war anfangs gut, dann eine kurze Flaute, so, ja, die Stunde, würde ich fast sagen, zwischen 2 und 3 ungefähr. Und dann ging es auf einmal wieder ein bisschen los. Aber wie gesagt, kann auch alles wieder ein bisschen wetterabhängig sein oder so. Einfach rumprobieren. Ich würde, glaube ich, nicht zu kleine Haken nehmen. Also sowas wie einen 4er-Haken sollte es, glaube ich, schon sein. Einfach auch, um die Chance zu haben auf richtig dicke Brocken. Man will ja nicht die kleinen brassen, davon gibt es eh genug. Lieber ein bisschen weniger Frequenz und dann die dicken. Als eine wahnsinnige Frequenz und dann diese unmaßigen kleinen Jungbrassen, die silbrigen, die einfach nur das Futter wegfressen. Ja, also die Kombi mit der Futtermische hier. Ja, und dann kommt genau sowas hier. Dann kommt genau sowas hier. Direkt wieder reinwerfen. Schmutzfisch. Will man nicht. Ballern wir hier nochmal den Knoblauchteig mit rein. Gucken wir mal, ob der jetzt ein bisschen was bewirkt. So. Bisschen absinken lassen. Ja. Und dann lübt das. Was sagt denn die Zeit? Wir haben jetzt... Boah. Ja gut, jetzt haben wir ja anfangs. Machen wir nochmal bis zur ersten Brasse. Ein paar Minuten machen wir jetzt nochmal. Und dann gucken wir einfach mal gleich in den Kescher rein. Was hat das denn jetzt gebracht hier die Nacht? War das erfolgreich? Beziehungsweise einfach mal so ein Finanzcheck. Wenn man halt in der Nacht hier steht. Ich glaube, alles ist effektiver als erfolglos auf Aal zu angeln. Deswegen ruhig irgendwie dann mit 2 Ruten mal wieder auf eine Brasse gehen oder sowas. Nebenbei mal auf einen Aal. Wenn der mit reingeht, ist alles schön. Das Schöne ist ja beim Angeln zum Beispiel auf Schleie, wenn man da mit Käse unterwegs ist oder auch manchmal mit einem Tauwurm. Wenn da halt der Aal mit reinrasselt, ist das immer schön. Bonus, ordentlich XP und ordentlich Kohle, aber die Hauptkohle und das Kontinuierliche kommt halt die ganze Zeit über die Schleien dann rein. Und ähnlich dann eben auch hier mit den Brassen das ausprobieren. Nicht nur auf den Aal konzentrieren, sondern so ein bisschen gemischt auswerfen, dass auch ein bisschen was geht. So,
bis gleich am Café. So, dann joggen wir jetzt hier nochmal eben kurz ins Café. Gucken eben rein, was haben wir hier? Hatten wir eine Schleie, leider nicht mit 800 Gramm. Die hole ich mir aber gleich noch. Guck mal hier, Giebel unmaßig, die hatten wir ja auch. Zum Glück direkt vorne in dem Krautkram hier auf dem Mistwurm. Wunderbar, drei winzige kleine Giebel. Den Kaffeeauftrag machen wir. Rotaugen waren nicht dabei. Barsche. Alter, da kriegen wir sogar noch einen anderen Auftrag mit fertig. 8 Stück, das machen wir auch gleich noch fertig. Barsche ging ja auch sehr gut. Tatsächlich auch da vorne in dem Kraut. Die Brasse ist tatsächlich gerade raus. Die war gar nicht mehr so lange drin. Oh, schwarze Amur als Trophy hier. Wäre natürlich noch ein Traum. Ja, das haben wir. Also die Aufträge, die machen wir noch fertig. Und dann gucken wir mal hier rein. 88 Silber jetzt hier in einer guten halben Stunde. Genau, die ersten nehmen wir jetzt mal raus hier. Fangen wir mal an hier von den Brassen bis zu den Brassen. Sagen wir 70 Silber. 70 Silber. Jetzt gerade waren es nicht mehr so richtig die Brassen. Aber das war jetzt so die Nachtzeit. Da muss ich sagen, da geht mehr. Da geht mehr. Das war okay. Es war nicht fantastisch, es war okay. Was mich ein bisschen überrascht hat und was ich wirklich gut finde, war die Frequenz im vorderen Bereich, in diesem Schilfbereich und einfach nur das Angeln mit dem Mistwurm. Das war gar nicht so schlecht. Mistwurm unten einfach ins Grün reingeschmissen, da ging ein bisschen was. Gar nicht verkehrt. So. Schnappt euch die kleinen Ruten, zieht raus die Brocken und das nächste Video wird dann wieder mit ein bisschen dickere Brocken, würde ich sagen, oder? Petri zusammen. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.